diesen zweiten Adventsgottesdienst in der Mainzer Stadtmission. Ihr könnt euch gar nicht freuen, vorstellen, wie ich mich gerade freue, dass ich mal wieder in Gesichter schaue von euch. Also auch wenn es nur wenige sind. Aber es ist so schön, dass ihr da seid. Und ich möchte auch ganz besonders diejenigen von euch begrüßen, die jetzt an den Bildschirmen zugeschaltet sind. Danke, dass ihr dabei seid, auch wenn wir euch nicht sehen. Ihr seht uns und ihr seid ein Teil von dieser Gemeinde. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal da sind oder die uns auch zum ersten Mal zugeschaltet sind oder auch zum zweiten Mal, möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Anna Clemens und ich werde heute hier moderieren, also durch den Gottesdienst führen. Später werden wir die Predigt von unserem Kinder- und Jugendpastor Marius Spierings hören. Und da könnt ihr euch jetzt zu Hause schon mal vorbereiten. Und zwar wird im Anschluss das Abendmahl stattfinden. Wir werden das hier unter Corona-Bedingungen natürlich das beachten und durchführen. Ihr zu Hause dürft euch ein Stückchen Brot zur Seite stellen und einen Schluck Traubensaft, wenn ihr möchtet. Genau, das Stichwort Kinder- und Jugendarbeit ist ja gerade schon gefallen. Parallel zu unserem Gottesdienst hier oben und auch in den Räumlichkeiten unten findet auch ein Kinderprogramm statt. Und das ist nicht selbstverständlich. Und zudem gibt es auch ein Online-Programm für die Kinder, die zu Hause sind, weil die Plätze hier gerade begrenzt sind. Also vielen Dank, Herrlichkeit. Und diesen Herrn der Herrlichkeit, diesen großen Gott, wegen dem wir heute Morgen da sind, den möchte ich jetzt auch begrüßen und mit Gebet diesen Gottesdienst auch beginnen und würde euch bitten, wenn das geht, dazu aufzustehen. Himmlischer Vater, wir feiern heute den zweiten Advent. Wir sind wieder eine Woche näher dran an dem Großereignis Weihnachten, das Weltgeschichte geschrieben hat, ja, wo du Weltgeschichte geschrieben hast. Und so viele Menschen feiern und genießen diese Zeit, feiern Weihnachten aus den unterschiedlichsten Motivationen heraus, sei es Tradition, sei es Pflichtbewusstsein oder aber auch, weil wir ja ganz tief verbunden mit dir sind und an dich glauben. Und das tun wir, die wir hier heute da sind und die vor dem Bildschirm sind. Und du siehst aber auch diejenigen unter uns, die vielleicht zweifeln, die vielleicht nicht gerade so bei dir sind oder so auf Weihnachten blicken können, wie sie es sonst tun. Du siehst Fragen, Ängste in dieser Zeit. Und ich bin mir sicher, denn ich weiß es, dass du jeden Einzelnen heute Morgen siehst. Du siehst jeden Einzelnen mit seiner Geschichte, die er bringt, auch aus der Woche. Und du möchtest uns anrühren heute Morgen. Du möchtest jeden Einzelnen beschenken mit deiner Liebe und Gnade und mit deinem tiefen Frieden. Und so möchte ich den Gottesdienst jetzt in deine Hände legen und ich möchte dich um deinen Segen bitten für alle. Und möchte diesen Gottesdienst beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ihr dürft Platz nehmen. Ich weiß nicht, wie ihr geschlafen habt heute Nacht oder wie lange. Bei uns zu Hause, diejenigen, die uns kennen, wir haben zwei Kinder und wir versuchen gerade die Adventswochenenden ganz bewusst irgendwie zu erleben und was Besonderes zu machen, weil ja sonst so viel wegfällt. Und wir haben gestern Abend bei uns die Feuerschale draußen gehabt und Marshmallows gegrillt und hatten das Zelt im Wohnzimmer aufgestellt. Das hatte gerade so gepasst. Und haben dann als komplette Familie da drin übernachtet. Jetzt kann sich jeder vorstellen, wie gut man da schläft. Nicht so gut. Mein Mann ist irgendwann nachts aufgestanden, hat gesagt, ihm tut der Rücken weh und er ist ins Bett verschwunden. Und ich lag dann da, die Kinder sind nachts irgendwann wach geworden und der Kleine kam neben mich gerollt, weil er auch nicht mehr schlafen konnte. Und warum? Weil beide natürlich das vor der Tür stehen hatten. Gestern Abend wurden nämlich auch noch fleißig geputzt. Ihr wisst warum, heute ist Nikolaustag und die zwei sind natürlich felsenfest davon überzeugt, wenn sie ihren Stiefel rausstellen, ist da heute Morgen auch was drin. Und wenn man dann um 3 Uhr morgens in der Früh aufwacht, dann will man da ja auch gucken, ob da schon was drin ist. Also es war ein bisschen knifflig, sie davon abzuhalten, da schon vor die Tür schauen zu wollen. Genau, die Frage, die sich jetzt stellt, ist ja, es standen 2 Stiefel vor der Tür. Aber wir sind 4 Leute zu Hause. Warum stehen da nicht 4, sondern nur 2? Und ich glaube, die Antwort darauf, die kann sich jeder gerade selbst geben. Und die Antwort, beziehungsweise auch die Frage, die da so mitschwingt, mit der wird sich Marius Spierings später beschäftigen und versuchen, Antworten und Anreize auch zu geben. Also
Wir dürfen gespannt sein, was da kommt. Jetzt dürfen wir erstmal gemeinsam singen. Nein, nicht gemeinsam. Leider, das rutscht so raus, weil man es normalerweise so gerne tut auch. Also wir dürfen zuhören und ihr dürft für uns Musik machen.
das nächste Lied, was wir jetzt singen und ihr vielleicht im Herzen mitsingen könnt, ist Der König kommt. Und das ist eigentlich ein schönes Lied, was auf das zweite Kommen Jesu hindeutet. Also wenn Gott wiederkommt als König. Und wir gehen ja jetzt auf Weihnachten zu, wo Gott als Kind zu uns kommt. Aber es ist, glaube ich, schön, sich auch darauf auszurichten, was bedeutet das, der König kommt an Weihnachten und als König dann wirklich beim zweiten Mal wieder. Und ich würde ja gerne noch was dazu sagen zu dem Chorus. Da heißt es Hosianna, der König kommt. Und dieses Wort Hosianna wurde oft verwendet als Jubelruf, also an Psalmsonntag zum Beispiel kommt es gern mal vor, aber auch als eine Art Flehruf, so ach Herr, komm und hilf. Und das ist, man singt so ein bisschen, ja komm, hilf, Herr, komm. Und dann als Antwort, der König kommt. Und er kommt wirklich. Und in der Bridge heißt es, komm und zieh ein, wir sind bereit für deine Herrlichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch gerade geht. Manchmal ist es für mich eher, wenn ich das singe, dass es ein Gebet ist, ich möchte bereit sein für Gott, wenn er kommt. Manchmal fühle ich mich vielleicht nicht bereit, vielleicht ja, sind wir es bereit, manchmal fühlen wir uns danach, manchmal nicht. Und wenn ihr vielleicht nicht bereit seid und das nicht im Herzen so mitziehen könnt, das kann es auch einfach ein Gebet sein, dass wir bereit sein wollen dafür, dass Gott kommt. Einmal an Weihnachten, aber auch dann, wenn er nochmal kommt zum zweiten Mal in Herrlichkeit. Und
mein Einstieg passt so gar nicht. Ich bin total berührt und habe so ganz krass diesen Wunsch in mir, das, was Anna, was du vorhin von deinen Kindern erzählt hast, dieser Glaube, hey, wenn ich den Stiefel rausstelle, dann wird was passieren. Hey, wenn ich mein Herz aufmache, dann wird der König einziehen. Und ich merke so oft bei mir, dass es nicht da ist. Wir sind mittendrin in dieser Predigtreihe, die deutschlandweit gehalten wird. Das ist richtig krass. Zugrunde liegt dieses Buch 24 Mal Weihnachten erleben. Und heute heißt der Titel Der Weihnachtsmann. Glaubst du wirklich noch an den Weihnachtsmann? Alter, geht doch gar nicht. Vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Kinderunterhaltung oder so miterlebt oder wart vor einigen Jahren selbst Betroffene. Bei manchen ist es schon einige viele Jahre her. Und dann ist der Glaube an diesen Weihnachtsmann irgendwie so geplatzt. Und heute ist nicht Weihnachten. Heute ist also Weihnachtsmann, sondern heute ist dieser Nikolaustag, aber da ist es vielleicht ganz ähnlich, oder? Ich habe so gedacht, mittlerweile ist doch Nikolaus das kleine Weihnachten geworden, oder zumindest bei den Kindern. Was die sich da alles wünschen, da passt gar nicht in so einen Stiefel rein, also eine Playstation oder so. Ich warte noch auf die Zeit, wenn meine zwei kleinen Kids sagen, ey, Papa, warum stelle ich denn überhaupt einen Stiefel raus? Mein Fahrrad geht doch da gar nicht rein. Also so nach dem Motto. Und in diese Stiefel, ich erinnere mich, bei uns war das vielleicht noch etwas anders. Da war da Schokolade drin, ein paar Bonbons und das war dann alles so untergemengt unter ganz vielen Erdnüssen und Mandarinen. Oh, auch noch gesund, ne? Aber heute ist es irgendwie anders. Weihnachten ist es fast schon, dieser Nikolaustag. Meine Vermutung ist ja, dass die Merle wirklich sich nächstes Jahr, also meine etwas größere, da ein Fahrrad drin wünscht. Also sie guckt immer Conny, diese Conny, und die liebt Fahrräder. Und oh, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll, aber ich habe hier uns mal meinen Stiefel mitgebracht. Anna, ich glaube auch nicht, vielleicht ist das ja euer Thema, die Antwort, also wirklich mehr daran, aber ich habe ihn einfach mal rausgestellt, weil ich dachte, ah, der füllt sich ja immer. Und ich habe eine tolle Frau, die hört gerne zu und die weiß, dass ich mehr auf sowas stehe. Vielleicht erkennt ihr es. Ja. Und dann die Ida, meine Einjährige heute Morgen, also ich habe noch so ein Ding in groß. Ey, boah, so ging, die hörte gar nicht mehr auf, als sie diese Schokoladen-Nikoläuse sah. Und dann tatsächlich, da sind sie wieder, diese gesunden Erdnüsse. Und Mandarinen habe ich nicht gehabt, aber einen Stiefel habe ich gehabt. Also mal eine kleine Umfrage an euch und vielleicht auch euch zu Hause. Wer stellt denn noch den Stiefel raus, so wie ich? Ich stelle ihn hier hoch. Wer stellt den Stiefel überhaupt noch raus? Wahrscheinlich doch die wenigsten Erwachsenen und Jugendlichen unter uns, oder? Das ist doch was für Kinder. Das brauchen wir doch nicht mehr machen. Irgendwann habt ihr verstanden oder wurdet sogar enttäuscht, als ihr mitbekommen habt, dass die Geschenke vor der Tür nicht von dem Mann im roten Gewand gebracht wurden. Ich kann mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so richtig dran erinnern, wie das genau war bei mir, aber irgendwann habe ich halt aufgehört, daran zu glauben, dass der Nikolaus meinen Stiefel füllt. Dann habe ich meiner Mama wahrscheinlich gesagt, ach Mama, erzähl doch nicht so einen Quatsch, du warst das doch, du hast das doch gefüllt, ich weiß das doch ganz genau, ich bin ja schon groß. Ne? Und vielleicht ist es dir ganz ähnlich ergangen. Und es liegt irgendwie in unserer Natur, dass wir Dingen gerne doch auf den Grund gehen wollen, dass wir sie mit eigenen Augen auch sehen wollen. Und eigentlich ist es doch auch genauso mit dem Glauben an diesen Gott, oder nicht? Von dem wir hier auch in der Gemeinde und in anderen christlichen Kirchen immer sprechen. Und ich empfinde das ganz persönlich als eine ganz schön große Herausforderung, an einen Gott zu glauben, den ich nicht sehen kann. Manchmal möchte ich ihm einfach sagen, Gott, ey, ich würde die Dinge anders machen als du. Ich weiß nicht, warum das jetzt schon wieder so und so passiert. Ich finde es ganz schön schwer, an dich zu glauben, ohne dich zu sehen.
Und gleichzeitig sind so viele Dinge um mich herum, die ich ja halt gut sehen kann. Ein Mann, der mit seinem Auto in Trier Menschen zu Tode fährt. Eine Pandemie, die um mich herum tobt. Und vielleicht fragt man sich manchmal dann, was kann ich überhaupt noch glauben? Ich sehe Menschen, die sich fast an die Gurgel gehen, weil sie anderer Meinung sind. Menschen, die sich teilweise auch nicht auf so nette Art mehr begegnen. Gestern oder vorgestern vor dem Rewe, eine junge Dame sagte einem älteren Herrn, der die Maske nicht über der Nase hatte, also das ist keine Dekoration, aber mal ganz schnell über die Nase. Ja. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Du hast auch Sorgen, du siehst auch Dinge und du denkst auch, hey Gott, was? Vielleicht geht es dir ähnlich, vielleicht bist du Single und es ist verdammt schwer, gerade in diesen Zeiten, Menschen zu treffen. Und du fragst dich, werde ich immer alleine bleiben? Du siehst deinen Arbeitsplatz, bei dem immer weniger zu tun ist und man versucht es noch irgendwie so zu rechtfertigen, aber wenn du ganz ehrlich bist, die Arbeit wird weniger. Oder. Das ist alles doch real, direkt vor unseren Augen. Wie soll ich da an einen Gott glauben, ihm vertrauen, wenn ich ihn nicht sehen kann? Das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn wir ehrlich sind. Ja, ich glaube sogar, dass es etwas Besonderes ist, wenn man es kann. Etwas, das eigentlich nicht normal ist, nicht zu erklären ist. Etwas, das unseren Verstand übersteigt, etwas, das größer ist als unsere Vernunft. Ich glaube, um das zu begreifen, brauchen wir das Wort Gottes, brauchen wir Jesus selbst. Ich möchte vorweg eins sagen, echter Glaube schließt Zweifel nicht aus. Wie gut, oder? Wir dürfen zweifeln. Und gestern habe ich in dem Buch, hier diesem Andachtsbuch, passend zu unserer Predigtreihe dazu auch Folgendes gelesen und ich zitiere das nochmal. Meist kommt der Glaube nicht allein, sondern wird von Zweifeln begleitet. Glaube kann nicht ausschließlich logisch hergeleitet oder bewiesen werden. Jeder Versuch muss fehlschlagen. Deshalb sind Fragen und auch Zweifel berechtigt. Was ist, wenn unsere aufrichtigen Fragen und Zweifel Gott mehr ehren als unsere vorschnellen Antworten und schlauen Schlüsse? Gott müssen wir nichts vorspielen, auch keinen überzeugten, starken Glauben. Stattdessen liebt er Ehrlichkeit. Und vermutlich hast du auch schon mit diesen Zweifeln zu tun gehabt und gedacht, was soll das? Oder du hast sie immer noch. Ich würde heute Morgen gerne mit euch in einen Bibeltext schauen und ich glaube, der kann uns dabei helfen. Und da sind wir im Kapitel 5 vom Lukas-Evangelium, im zweiten Teil der Bibel. Jesus war unterwegs an einem See und tat, was er gut konnte, was er sehr gut konnte, predigen nämlich. Und eine große Menge an Menschen hörte ihm zu. Heute würde man das vielleicht in diesen Zeiten per Livestream irgendwie machen oder so ein Podcast oder sonst was. Gleichzeitig waren da diese paar Fischer, die gerade eine sehr frustrierende Nachtschicht hinter sich hatten. Das war nicht einfach. Sie hatten gefischt, wie immer, aber heute hatten sie keinen Erfolg gehabt. Und Simon Petrus und die anderen Fischer säuberten gerade die Boote und die Netze, als Jesus Simon Petrus bat, hey, kannst du mich ein Stück rausfahren? Und hier steigen wir mal ein, was dann passierte. Das steht in Lukas 5, die Verse 4 bis 5 nach der Einheitsübersetzung. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und vielleicht an der Stelle ein kleiner Randgedanke. Vielleicht müssen wir manchmal das seichte Ufer verlassen und rausfahren, wo das Wasser tiefer wird, um zu erfahren und zu lernen. Ja, was wir zu lernen haben. Vielleicht sogar von Jesus. Und nur so ein Gedanke. Vielleicht kann es für dich heute Morgen die Zeit sein, dass du dich aufmachst und rausfährst. Dass du dich aufmachst, auf diese Reise einzulassen, die dich vielleicht in dieses tiefere Wasser führt. Nochmal zurück zur Geschichte, zu Simon Petrus Antwort. Ganz ehrlich, ich habe so großen Respekt vor Simon Petrus. Wenn ihr mich fragt, ist die Antwort, die ihr gibt, sein Versuch, so anständig und höflich wie nur irgend möglich mit der Bitte von Jesus umzugehen, oder nicht?
Da ist dieser ehrenwerte Rabbi, der es versteht zu predigen. Diese wichtige Person, der gerade so eine vollmächtige Predigt gehalten hat und auf der anderen Seite dieser erfahrene Fischer. Und Jesus bittet ihn um etwas, das ja für Petrus sowas von gar keinen Sinn macht. Absolut nicht. Keinen Sinn. Wir können lesen, was er gesagt hat, aber wenn ihr mich fragt, dann hat er etwas ganz anderes gedacht. Jesus? Ganz ehrlich? Du bist Rabbi, du bist ein Lehrer. Hey, dann lehr die Leute. Aber ich bin Fischer. Erzähl mir doch nicht, wie ich meinen Job zu erledigen habe. Wer bist du eigentlich? Hier sitzt das gebündelte Wissen von vielen Generationen von Fischern und du kommst hierher und dann gibst du mir so einen sinnfreien Auftrag? Aber er ist höflich und sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Lukas 5, Vers 5. Meister, höflich. All die Erfahrung, die Petrus in seinem Fischerleben gemacht hat, spricht gegen das, worum Jesus ihn hier bittet. Und vielleicht hast du auch schon deine Erfahrungen im Leben gesammelt. Vielleicht nicht unbedingt mit Netzen und Booten, aber in anderen Bereichen. Vielleicht stehst du vor genau derselben Frage wie Petrus. Kann ich diesem Mann, kann ich diesem Jesus vertrauen? Oder was noch schwieriger ist, finde ich, wie kann ich ihm nochmal vertrauen? Da war vielleicht diese Zeit, in der du ihm vertraut hast und du hast gebetet und du hast all deinen Glauben hineingelegt und er hat nichts getan. Du wusstest, er kann alles tun, aber er hat es nicht getan. Wie konnte er das zulassen, was mir angetan wurde? Wie soll ich diesem Jesus nochmal vertrauen? Genau an diesem Punkt war Petrus damals auch auf diesem Boot. Die Frage ist, vertraue ich auf meine Erfahrungen oder vertraue ich Jesus? Vertraue ich auf das, was ich gelernt habe? Vertraue ich auf meinen Verstand? Vertraue ich auf meine eigene Kraft? Vertraue ich auf meinen eigenen Plan? Vertraue ich auf meine Sicherheiten? Und natürlich ist das immer auch ein Risiko. Aber es kann auch sein, dass uns die Erfahrungen der Vergangenheit daran hindern, die Wunder der Zukunft zu erleben. Es kann auch sein, dass uns die Erfahrungen der Vergangenheit daran hindern, die Wunder der Zukunft zu erleben. Petrus hatte das Risiko, als völliger Idiot vor seinen Kollegen dazustehen und einen Haufen Arbeit nochmal machen zu müssen. Also nochmal Boote putzen, nochmal Fischnetze reinigen und nochmal stinken. Und ja, da geht Zeit drauf, Zeit ist Geld. Petrus hatte dieses Risiko. Petrus wusste nicht, wie die Geschichte ausgeht, so wie wir, so schön sie schon vielleicht zum 20. Mal gelesen haben. Aber irgendwas in ihm sagte ihm, dass er diesem Mann doch vertrauen sollte. Und so lesen wir, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Doch, es geht weiter, auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. Doch auf dein Wort hin werde ich die Netze auswerfen. So nach dem Motto, Jesus, es macht für mich überhaupt gar keinen Sinn, aber und zwar nur deswegen, weil du es sagst, will ich die Netze nochmal auswerfen. Alle meine Erfahrungen sagen mir, das macht keinen Sinn, aber weil du, der du bist, will ich es tun. Und dann lesen wir weiter, das taten sie. Und sie fingen eine große Menge Fische. Ihre Netze aber drohten zu reißen und sie gaben ihren Gefährten in anderen Booten ein Zeichen. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Das haben die wahrscheinlich noch nicht erlebt gehabt. Lukas 5, 6 bis 7, Gottes Wort. Und wir glauben als Christen daran, dass das die Wahrheit ist und dass Gott dadurch auch heute zu dir und mir sprechen möchte. Petrus erlebt dieses unglaubliche Wunder. Er hatte schon viele gute Tage gehabt und auch schon mal Fische gefangen, aber das hier, das war nicht normal. Das hier war größer als alles andere und ihm und seinen Kollegen war klar, dass das, was sie hier erleben, dass das nur ein Wunder sein kann. All das hätte er nicht erlebt, hätte er sich an seinen Erfahrungen und
seiner Vergangenheit festgehalten. Aber was er jetzt erlebte, sprengte seinen Horizont und erst jetzt erkannte er, mit wem er es da wirklich zu tun hatte. So lesen wir in Lukas 5, 8. Als Simon Petrus das sah, fiel er zu Jesu Füßen und sagte, geh weg von mir, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Erst jetzt erkannte er, wer der Mann vor ihm wirklich war. Und ihr wisst, was mir da auffällt? Und das finde ich so wohltuend. Du musst Jesus nicht schon vollständig kennen, um mit ihm unterwegs zu sein, um an ihn zu glauben. Du kannst auch jetzt anfangen, mit ihm Schritte zu gehen und ihm anfangen, Vertrauen zu schenken. Wenn wir das tun, werden wir ihn immer besser kennenlernen. Wir können nicht stehen bleiben und erwarten, dass unser Vertrauen und unser Glaube wachsen, quasi von alleine. Und wenn wir fertig gewachsen sind, dann werden wir uns vielleicht auf das eine oder andere mit diesem Jesus einlassen. So funktioniert das nicht. Wisst ihr, wann das Wunder damals passierte? Ich habe es vorhin gesagt. Es passierte am Ende eines unglaublich frustrierenden Tages. Da war kein Höhenflug oder so. In dem Moment, als sie ihre Hoffnung aufgegeben hatten. Und vielleicht geht es dir gerade genauso. Du bist dabei, alle Hoffnung aufzugeben. Die Hoffnung für deine Ehe. Da knallt es ständig. Die Hoffnung auf Heilung. Und vielleicht ist es auch bei dir gerade so eine unglaublich frustrierende Zeit. Und es kostet so viel Kraft, die Dinge am Laufen zu halten, an deinem Glauben irgendwie festzuhalten. Dann erinnere dich, Jesus ist nicht weit weg. Er sitzt mit dir im Boot. Er ist immer noch derselbe und er liebt dich und er meint es gut mit dir. Und mit mir auch. Und ja, auch ich habe diese Zweifel. Und ja, auch ich denke manchmal, ich muss es alleine hinkriegen. Und das ist dumm. Ich muss mich wieder lernen, auf ihn einzulassen. Aber manchmal fällt es uns einfach so schwer, das zu glauben und wir zweifeln so sehr, ja so sehr, dass wir manchmal den Glauben sogar über Bord geworfen haben. Wir wollen Gott nicht vertrauen, sondern lieber ja selbst alles in der Hand behalten. Und so rebelliert dein und mein Herz und wir entschließen uns, den Stiefel des Glaubens an den Gott, der an Weihnachten Mensch wurde, nicht mehr vor die Tür rauszustellen. Und so geht es vielen. Viele Menschen scheinen auf der Suche zu sein, aber sie sind eher wie Geldgierige, die sich nur wegen des Geldes anfreunden oder sogar heiraten. Die Gründe für diese Ansicht liegen auf der Hand. Viele dieser Menschen bekennen, dass sie den Glauben verloren haben, weil ihr Leben nicht so verlief, wie sie wollten. Und Gott ihre Gebete einfach nicht gehört hat. Er hört hat. Und für viele Menschen trifft das zu, dass sie eher nach einem Gott suchen, wie sie ihn haben wollen, so nach ihrem Geschmack. Aber nur wenige suchen Gott so, wie er sich in der Bibel zeigt. Wenn wir fragen, glaubst du an Gott, dann sagen viele, ja natürlich glaube ich an Gott. Natürlich, das tue ich. Aber wenn wir fragen, wie viele von euch glauben an den Gott der Bibel, den Gott, der in Feuer und Rauch auf dem Berg Sinai herabsteigt, der ein heiliger und ein gerechter und zugleich ein liebender Gott ist, wie viele von euch glauben an diesen Gott? Ich bin mir ziemlich sicher, viel weniger würden dann ihre Hand strecken und sagen, dass sie an so einen Gott glauben. Wir schaffen uns einen Gott nach unserem eigenen Geschmack, um unsere Ablehnung und unseren Unglauben gegenüber dem wahren Gott zu verbergen. Und Jesus ist an Weihnachten in diese Welt gekommen und in der Adventszeit, das wisst ihr, bereiten wir uns auf die Ankunft dieses Königs vor, dieses wahren Königs vor. Vielen Dank ans Lobpreisteam, ihr habt uns da auch vorbereitet, das tut gut. Und wenn der an Weihnachten geborene Herr der wahre Gott ist, dann wird niemand nach ihm suchen. Es sei denn, unsere Herzen sind auf übernatürliche Weise so verändert, dass wir ihn wollen und suchen nach ihm. Und das passiert, wenn du bereit bist, ihn auf den Thron deines Herzens zu lassen. Wenn du wieder anfängst, dich auf die Suche nach dem wahren König zu machen. Wenn der König in dein Leben einzieht, dann wird das dein und mein Leben verändern. Mach deine Herzenstore weit für ihn auf. Fang am besten heute damit an. Schieb es nicht. Mach deine Herzenstore weit für ihn auf.
Egal, wo du gerade bist, egal, wie es dir gerade geht, egal, was deine Vergangenheit so war, lass dich davon nicht hindern, Jesus anzuflehen und zu sagen, ich brauche dich. Diejenigen unter euch, die über das Christsein oder vielleicht sogar über die Existenz Gottes unsicher sind, sollten daran denken, ja, dass wir alle nicht objektiv sind. Ich habe ein wunderbares Zitat gefunden von Thomas Nagel oder wie auch immer, ein amerikanischer Philosoph. Er ist ein Atheist, der erfrischend offen über seine Gefühle in seinem Buch Das letzte Wort spricht. Und da schreibt er, ich spreche über die Angst vor der Religion selbst. Ich spreche aus Erfahrung, da ich selbst dieser Angst stark ausgesetzt bin. Ich möchte, dass der Atheismus wahr ist und mich beunruhigt die Tatsache, dass einige der intelligentesten und am besten informierten Menschen, die ich kenne, religiöse Gläubige sind. Ich glaube nicht nur nicht an Gott und natürlich hoffe ich, dass mein Glaube richtig ist. Ich hoffe, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass es einen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so ist. Meine Vermutung ist, dass dieses Problem mit der kosmischen Autorität nicht selten ist. Nagels Ausdruck bezüglich des kosmischen Autoritätsproblems passt übrigens auch zu Paulus' Gedanken aus dem Römerbrief im Neuen Testament. Alle Menschen lehnen die Forderung der göttlichen Souveränität von Natur aus ab. Und Nagel fügt da in so einer Fußnote auch noch hinzu, dass er bezweifelt, dass es jemanden gibt, dem es wirklich gleichgültig ist, ob es einen Gott gibt. Ich fand das ganz interessant, von so einem Atheisten das mal zu lesen. Also niemand ist wirklich neutral, ob Weihnachten wahr ist. Wenn der Sohn Gottes wirklich in einer Krippe geboren wurde, dann haben wir das Recht verloren, unser Leben selbst in die Hand zu nehmen. Wer kann objektiv gegenüber einer Behauptung sein, die, ja, wenn sie wahr ist, bedeutet, dass du die Kontrolle über dein Leben verloren hast? Keiner kann es. Bedenke das, wenn du nicht an Jesus glaubst, und fang an, auch deine Zweifel zu hinterfragen. Bitte mach das. Und vielleicht bist du schon lange Christ und du fragst dich jetzt, was du mit dieser Message heute Morgen anfangen sollst. Du vertraust schon lange darauf, dass du durch Jesus mit Gott versöhnt leben darfst. Und Jesus, ja, Jesus ist dein persönlicher Retter. Und Weihnachten ist schon seit Jahren klar für dich, was das bedeutet. Und das ist so wunderbar, wirklich. Darüber dürfen wir uns mega freuen. Aber du musst auch erkennen, selbst wenn du lange mit Jesus unterwegs bist, wie Paulus in Römer Kapitel 6 bis 8 zeigt, dass du immer noch ein Herz mit einem Rest von Zorn und Ablehnung gegenüber Gott hast. Dieses Herz, dieser alte Mensch, wie Paulus es ja auch an anderen Stellen im Neuen Testament schreibt, das ist immer noch da. Und es ist da, bis wir das Ende der Zeit erreichen. Das ist morgen nicht vorbei. Und bis wir das Ende der Zeit erreichen und verherrlicht werden und wir unsere ja vollkommenen Körper und unsere vollkommenen Seelen erhalten, solange du hier auf der Erde bist, solange wird das so sein. Warum ist es manchmal so schwer zu glauben? Warum ist es manchmal so schwer zu beten, dran zu bleiben? Warum denkst du, dass es so schwer ist, sich auf Jesus im Alltag zu konzentrieren? Warum sagst du, wenn Gott ein Gebet erhört, oh, das werde ich nie vergessen, Herr? Aber du tust es trotzdem bald und ich auch. Die Woche in Connection noch erzählt, ja, Gott hat schon zu mir in Gebeten gesprochen, aber ich war so dumm, habe es mir nicht aufgeschrieben. Und dann sitze ich da und möchte den jungen Erwachsenen was erzählen, wo Gott gesprochen hat, aber mir fällt es nicht mehr ein. Schreibt es auf, wenn Gott euch im Gebet begegnet, merkt euch das. Oder wie oft hast du schon gesagt, ich werde das nie wieder tun und 2 Wochen später tust du es doch wieder. In Römer 7, Vers 15 sagt Paulus, was ich hasse, das tue ich. Das sagt Paulus. Es gibt auch in dir immer wieder diese Momente des Unglaubens und du läufst vor Jesus weg. Und auch in mir. Ich brauche dringend gesunde Wachstumsprozesse im Glauben und eine neue, tiefe Vertrautheit zu Jesus. Und ich wünsche mir das so für diese Adventszeit. Ja, die Hälfte ist jetzt schon rum. Heute ist der 2. Advent und irgendwie habe ich genau diese Kämpfe in mir, diese Unruhe und trotz wunderschönem Adventskranz mit Kerzenschein, mit leckeren Plätzchen, mit guten Gesprächen mit meiner Frau hier und da. Irgendwie fehlt da noch was.
Weihnachten ist in meinem Herzen noch nicht so richtig angekommen, irgendwie noch so weit weg. Bei dir vielleicht auch. Wir können unsere Beziehung zu Jesus nicht einfach nur so dahingleiten lassen. Es funktioniert so nicht. Wir brauchen einen Glauben, der konkret in einer Beziehung zu Jesus gelebt wird und wächst. Mit Gebet, mit Menschen, denen ich auch meine Fehler und Schwächen anvertrauen und so wieder heil werden kann und so meine schlechten Gewohnheiten überwinden kann. Ich sprach gerade schon von Connection und ich habe den Immanuel gefragt, ob ich das erzählen darf. Und er sagte, ja klar, kannst du erzählen. Der hat in seinem Hauskreis die Woche erzählt, dass er so schlecht aus dem Bett kommt. Und dann haben sie so ein bisschen gewitzelt und gesagt, ja, ich kann ja morgen früh kommen und klingel dich aus dem Bett und so, Spaß beiseite. Am nächsten Morgen, 6.10 Uhr, steht wirklich jemand aus seinem Hauskreis vor der Tür, ist mit dem Fahrrad hingefahren, hat ihn aus dem Bett geklingelt. Ich finde das cool. Also als Gemeinde vielleicht noch als nächsten Dienst- und Weckservice einrichten, weil ich glaube, vielen von uns geht es im November, Dezember so, dass wir einfach so unfassbar schlecht aus dem Bett kommen, oder? Ja, das ist eine von schlechten Gewohnheiten. Sorry, Imi. Aber ich sitze mit dir in einem Boot. Wenn du meine Frau fragen würdest, geht mir auch so. Ja. Die Kinder, der gute Fleischwecker, der macht dann am Ende, dass man dann doch wach werden muss. Ja, diese ganz praktische Aufstehhilfe. Und ich habe es vorhin schon mal gesagt und jetzt sage ich es nochmal, weil ich glaube, dass es so wichtig ist. Wir können nicht stehen bleiben und erwarten, dass unser Vertrauen und unser Glaube wachsen quasi von alleine. Und dann, wenn wir fertig gewachsen sind, dann werden wir uns vielleicht auf das eine oder andere mit diesem Jesus einlassen. So funktioniert das nicht. Es braucht konkrete Entscheidungen, es braucht ein Hineingeben in Gemeinschaft, wo Menschen auch mal nachfragen, es braucht konkrete Schritte. Da ist es ganz ähnlich wie mit unserem Stiefel, den ich heute mitgebracht habe. Es macht doch überhaupt keinen Sinn, einen leeren Stiefel vor die Tür zu stellen, nur mit dem Gedanken daran, dass ihn vielleicht jemand füllen könnte. Stillen ist was anderes. Aber wir werden es nicht herausfinden, wenn wir es nicht ausprobieren. Und der einfachste Weg, herauszufinden, ob du jemandem vertrauen kannst, ist gar nicht so kompliziert. Fang einfach an, ihm zu vertrauen. Ich glaube, Gott fordert uns immer auf die eine oder andere Art heraus, ihm zu vertrauen. Ja, vielleicht neu zu vertrauen, sich neu zu ihm aufzumachen. Und vielleicht traust du dich ja wieder, einen Stiefel vor die Tür zu stellen, so wie diesen, zu sagen, Jesus, ich will es nochmal probieren. Ich will loslassen. Ich möchte nochmal mich aufmachen. Ich möchte nochmal ein Wunder in meinem Leben mit dir erleben, dass du mich neu machst. Ich möchte erleben, wie du Realität in meinem Leben sein möchtest. Ich möchte erleben, wie du mich ganz neu machen kannst. Wie du einfach Dinge, die kaputt sind, auch ja, heil machen kannst. Und ich höre so viele unter uns, die immer wieder auch kaputt sind und die so in Not sind. Ich kann nicht helfen. Aber Jesus kann. Der Nikolaus kann dir nicht helfen. Aber Jesus kann. Und das müssen wir uns immer wieder sagen, weil wir vergessen das so oft. In der Bibel heißt es dazu ganz passend: Wenn ihr dann zu mir rufen werdet, will ich euch antworten. Wenn ihr zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr ernsthaft mit ganzem Herzen nach mir verlangt, werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Gott selbst sagt, wenn du mich suchst, dann werde ich mich finden lassen. Wenn du im Vertrauen und ernsthaft dein Gebet an ihn richtest, deinen Stiefel rausstellst, dann wird er dich nicht enttäuschen.
Und vielleicht spürst du gerade jetzt in dieser Zeit, wäre genau das das Richtige, das zu tun. Wie wenn Gott ganz vorsichtig an dein Herz klopft und dich fragt, mein liebes Kind, ist da was, was du mir heute Morgen sagen möchtest, was du mir bringen möchtest? Dann will ich dich einladen, lass diesen Moment nicht an dir vorüberziehen, sondern gib ihm und dir eine Chance. Ja, vielleicht ist jetzt in dem nächsten Song die Zeit da, um diesem Gefühl und diesem Drang nachzugeben und Zeit mit Gott zu verbringen. Vielleicht weißt du nicht genau, wie das aussehen kann. Das kann ein ganz einfaches Gebet sein. Einfach das sagen, was einem gerade auf dem Herzen liegt oder was einem im Kopf rumgeht. Und wenn dir das schwerfällt oder du das noch nie gemacht hast, dann stell dir vielleicht einfach vor, dass Gott vor dir sitzt und rede ganz einfach mit ihm, wie mit einem guten Freund. Mir hilft das manchmal, wenn ich was vor mir habe zum Notizmachen, zum Sortieren oder zum Ordnung bringen in mein Gewusel im Kopf. Auf euren Plätzen habt ihr heute Morgen Postkarten gefunden mit so einem Stiefel drauf und auf der Rückseite ist ein Gebet, das ist ans Vaterunser angelegt. Wenn euch also die Worte fehlen, dann betet doch einfach dieses Gebet für euch. Und wenn ihr an der einen oder anderen Stelle hängen bleibt, wenn ein Punkt euch anspricht, dann notiert euch was dazu oder unterstreicht oder umkringelt euch dieses Wort. Und lasst es zu, dass Gott zu euch spricht. Und ihr zu Hause, die ihr diese Karten jetzt nicht habt, ihr könnt, wenn ihr über YouTube zugeschaltet seid, findet ihr dieses Gebet in der Videobeschreibung. Und da gibt es auch einen QR-Code, da könnt ihr uns eure Gebete zukommen lassen. Wir werden einige hier über den Beamer laufen lassen, weil ihr seid Teil dieser Gemeinde und dieses Gottesdienstes gerade. Auch wenn wir uns nicht sehen, sind wir alle gemeinsam gerade verbunden durch den einen Gott und in unserem Gebet. Ich möchte mit einem Gebet einsteigen und dann überlasse ich euch die Zeit mit Gott. Vater, ich danke dir so sehr für diesen Gottesdienst heute Morgen und dafür, dass du ein Vater bist, der jeden von uns unendlich lieb hat. Und du liebst uns mit all unseren Fehlern und unseren Macken und du siehst alles, was uns bewegt. Und du bist jetzt unter uns, mitten unter uns, auch bei denjenigen, die zu Hause vor dem Bildschirm sitzen, bei denjenigen, die unten in den Räumlichkeiten sitzen. Du bist da und du streckst deine Hand zu uns aus und willst uns anrühren. Du willst uns zu dir ziehen, du willst Versöhnung schenken und Liebe schenken. Bitte zeig dich uns. Amen.
Auf der Karte von Marius stand unter anderem, nicht das Recht des Stärkeren soll gelten, sondern Liebe und Mitgefühl. Jesus selber hat in Johannes 15, Vers 13 gesagt, niemand hat größere Liebe als die, der sein Leben gibt für seine Freunde. Sein eigenes Leben für andere hergeben. Das ist jetzt nicht das Thema des Advent und trotzdem ist es genau das Thema des Advent, weil Jesus seine Herrlichkeit beim Vater verlassen hat, um in unsere Welt hineinzukommen, um mit seinem Leben ganz uns zu begegnen und diesen Weg frei zu machen für den Vater. Und das geschah dann nicht nur an Weihnachten, sondern in Vollendung, als Jesus am Kreuz für mich und für dich starb. Er gab sein Leben für dich. Für dich, weil du es ihm wert warst. Damit du nicht länger getrennt von Gott leben musst. Deshalb dieses Mitgefühl des Christuskindes, des Gottes, der Mensch wurde, in dieser Krippe lag an Weihnachten und aus Liebe zu uns Menschen diesen Weg ging. Und wir erkennen immer wieder, Marius hat es gerade gesagt, dass wir es selber nötig haben, dass sich da jemand über uns erbarmt, dass es jemand gibt, der sich dessen annimmt, wo wir mit unseren Schwächen scheitern, wo wir versagen, wo wir nicht so leben, wie wir das gerne würden. Und da lohnt es sich, auf dieses kleine Kind in der Krippe zu schauen. Weil an Weihnachten wurde Jesus geboren, unser Retter, der 30 Jahre später am Kreuz hängt und ruft, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, was angefangen wurde an Weihnachten. Sein Blut wäscht uns rein von all unserer Schuld. Und um das zu verinnerlichen, feiern wir heute, wie immer am ersten Sonntag im Monat, miteinander Abendmahl. Jetzt bei Hybridgottesdiensten und Corona-Regeln muss man sich gut überlegen, wie man das macht. Aber wir haben gesagt, es ist zu wichtig, als dass wir kein Abendmahl miteinander feiern. Und es geht Corona-konform. Wer von euch am Bildschirm sitzt, hat vielleicht schon alles vorbereitet oder kann jetzt noch Brot und Traubensaft oder Wein holen, kann sich vielleicht die Kerzen am Adventskranz anzünden, wenn sie nicht schon an sind. Wenn ihr hier vor Ort seid, dann haben Schimanskis schon alles für euch vorbereitet. Auch unten im Clubraum wird der Andreas sagen, wie es funktioniert. Aber bevor ich das erkläre und wir dann miteinander Abendmahl feiern, möchte ich uns diese Einsetzungsworte vorlesen. Das, wo Paulus berichtet von diesem ersten Abendmahl damals, vor knapp 2000 Jahren. In der Nacht, als er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, einen Laib Brot. Und nachdem er Dank gesagt hatte, brach er ihn und sprach, das ist mein Leib, euch ist er zugedacht. Tut das zur Erinnerung an mich. Ebenso nahm er nach dem Abendmahl den Kelch und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt durch mein Blut. Wann immer ihr daraus trinkt, tut es zur Erinnerung an mich. Denn jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Und jeder von uns ist eingeladen, mitzufeiern. Jeder, der an Jesus Christus glaubt und der diese Einladung, Schuld abgeben zu können, bei Gott annehmen möchte, ist eingeladen, mitzufeiern. Wenn Jesus glaubt, sich auf Gott verlässt, dass er ihm vergibt, dem wird dieses Abendmahl zum Segen werden. Und so lade ich euch ein, dass wir jetzt aber zunächst erstmal noch aufstehen miteinander und das apostolische Glaubensbekenntnis sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus,
gekreuzigt, gestorben und begraben. Hinabgestiegen in das Reich des Todes. Am dritten Tage auferstanden von den Toten. Aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Bitte nehmt wieder Platz und nehmt es mit, dass es gilt. Gott hat sich über uns erbarmt und wir sind eingeladen an den Tisch der Gnade. Hier nach vorne zu kommen ist momentan nicht möglich, aber hier im Saal werden Helfer zu euch kommen und euch ein Stück Brot und ein Stück Traubensaft oder einen Schluck Traubensaft bringen. Und dann, wenn alle haben, werden wir hier gemeinsam mit euch an den Bildschirmen und wir hier im Saal und im Clubraum und überall, wo Leute jetzt mitfeiern, gemeinsam dieses Abendmahl dann einnehmen. Und so trotz digitaler Distanz Abendmahlsgemeinschaft als Gemeinschaft der Gläubigen haben. Nutzt diese Zeit, während die Helfer austeilen, euch nochmal Gedanken zu machen. Vielleicht nochmal diese Karte zu lesen, mit Gott ins Gespräch zu kommen. Und dann lasst uns das gemeinsam gleich miteinander nehmen. Jesus hat uns eingeladen und gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Das ist eine Einladung Gottes, zu ihm zu kommen.
Und so lasst uns jetzt miteinander Abendmahl feiern. Und natürlich dürft ihr jetzt auch eure Masken abnehmen, sonst funktioniert es nicht. Und ihr könnt nachher die Gläser einfach am Platz stehen lassen. Wir sammeln die dann nachher ein. Aber jetzt konzentriert uns, lasst uns auf das konzentrieren, was wir tun. Nehmt dieses Brot, Jesu Leib für dich gegeben. Und euer Einzelkelch mit Traubensaft, der symbolisiert das Blut Jesu, das Blut, das er am Kreuz vergossen hat für unsere Schuld, damit wir nicht länger alleine damit klarkommen müssen, sondern reingewaschen sind durch sein Blut. Trinkt von diesem Kelch des Heils. Gelobt sei Gott, unser Schöpfer und unser Erlöser. Unser Herr, der uns nicht nur erschaffen hat, der uns nicht nur liebt, sondern der uns erlöst hat, um uns begegnen zu können. Der vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt erklärt hat, dass alles getan ist, dass es vollbracht ist und unsere Schuld uns nicht mehr angerechnet wird. Ich möchte euch zum Abschluss dieses Abendmahls einen Vers zusprechen aus Hesekiel 36, wo Gott seinem Volk sagt und es auch uns gilt: Ich will euch mehr Gutes tun als je zuvor und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Mit dieser Perspektive geht in euren Alltag als Gesegnete Gottes und lasst uns diesen Gott loben mit einem nächsten Lied. Amen.
Ja, dieser wonderful Jesus, dieser wundervolle Jesus, unser wundervoller Gott. So toll, dass wir ihn haben. Und mir kam gerade noch der Gedanke, wir wissen ja, wer die Stiefel füllt, für uns die Kleinen. Und ich habe mir gedacht, wenn wir diese Liebe aufbringen, dann dürfen wir auch ganz sicher sein, dass unser himmlischer Vater diese Liebe hat und unseren Stiefel füllt, weil er uns viel mehr liebt, als wir das jemals könnten. Ja, wir sind schon am Ende des Gottesdienstes angelangt. Wir füllen jetzt nicht den Stiefel, sondern wir füllen unser Körbchen. Wir sammeln nämlich die Kollekte ein. Ihr am Bildschirm, ihr habt natürlich jetzt kein Körbchen, ihr dürft aber gerne an die Bankverbindung, die eingeblendet ist, eine Kollekte überweisen. Ansonsten bleiben mir jetzt nur noch die Ankündigungen zu machen. Da gibt es ein paar dieses Mal. Zum einen sind alle herzlich eingeladen. Ja, gerade diejenigen, die uns unsere Gemeinde noch nicht gut kennen, uns kennenzulernen. Das ist natürlich in der aktuellen Situation etwas schwierig, aber am 16.12., das ist ein Mittwoch, gibt es um 20 Uhr einen digitalen Informationsabend über die Gemeinde mit unserem Pastor Martin Pöhler. Ansonsten haben wir Hauskreise, das sind Kleingruppen, die sich wöchentlich treffen, aktuell in sehr kleinen Gruppen natürlich. Und auch anderweitig gibt es die Möglichkeit, Gemeinschaft zu haben. Dazu herzliche Einladung, sich da bei der Gemeindeleitung auch zu melden, wenn ihr nicht wisst, wohin mit euch. Ansonsten Einladung auch zum Austausch über das, was im Gottesdienst heute gehört wurde, über das, was euch hängen geblieben ist. Tauscht euch aus, sei das mit Freunden aus der Gemeinde oder aber auch mit den Nachbarn, mit Eltern aus dem Kindergarten oder der Schule oder ich weiß nicht wem. Tragt das mit in euer Umfeld, das, was euch und uns bewegt. Noch drei Termine gibt es anzukündigen. Zum einen am 19.12., das ist ein Samstag, eine Aktion zum Kennenlernen und zum Gemeinschaft haben. Rate mal, wer zum Essen kommt. Man kann entweder sich als Gastgeber anbieten oder Gast sein. Ihr werdet dazu geteilt. Am 20.12., das ist der nächste, der übernächste, jetzt bin ich gerade verwirrt, der vierte Adventsgottesdienst, genau, um 17 Uhr ein Gospel-Gottesdienst von Compassion. Und am 24.12. findet ein Heiligabend-Gottesdienst statt, und zwar um 14.30 Uhr. Ansonsten jetzt schon mal herzliche Einladung zu nächster Woche zum dritten Adventsgottesdienst hier vor Ort oder vor den Bildschirmen. Wie immer die Anmeldung über unsere Homepage oder auch über das Gemeindebüro. Dann übergebe ich jetzt noch an Marius Spierings, der uns den Segen zusprechen wird. Ja, wem es möglich ist, kann gerne dazu aufstehen. Der ich bin, der ich war und der ich sein werde, sei dein Segen. Er sei dein Haus, in dem du wohnst und lebst. Er schaue dich mit liebevoll leuchtenden Augen an und beschenke dich mit seinen Gaben, für die keinerlei Vorleistungen zu erbringen sind und die sich durch keine Anstrengung verdienen lassen. Der ich bin, der ich war und der ich sein werde, neige sein Angesicht wohlwollend zu. Er schenke dir alles Erdenkliche, was zu deinem Frieden im Ganzsein deiner Person beiträgt. Diesen Frieden lege ich auf dich wie eine wärmende, schützende Decke. Und so segne euch unser dreieiniger Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in seinem Frieden und habt gerne draußen noch kurze Zeit zum Sprechen, aber hier den Raum bitte relativ zügig verlassen. Und für euch zu Hause sei gesagt, unter der Videobeschreibung gibt es auch noch Begegnungsmöglichkeit, unser Zoom-Café. Dort kannst du dich einklinken und andere Menschen auch kennenlernen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute mit uns gemeinsam den Gottesdienst gefeiert hast. Wir hoffen, du hattest eine gute Zeit. Weitere Informationen zu unserer Gemeinde findest du auf unserer Internetseite unter www.mainzer-stadtmission.de. Wenn du mit uns in Kontakt treten willst, dann schreib uns doch gerne eine Mail an gemeindebüro@mainzer-stadtmission.de.
Wenn du unsere Arbeit finanziell unterstützen möchtest, kannst du gerne etwas überweisen oder per PayPal spenden. Hab schon jetzt vielen Dank dafür.